Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich wollte euch nur mal heute, also ich wollte so ein kurzes Video machen, weil ich jetzt seit 6 oder 7 Tagen wieder kein Video gemacht habe. Und weil ich jetzt eine Woche zu Hause bin, wollte ich ein bisschen aktiver werden. Ich wollte euch nur sagen, wahrscheinlich, also wie heißt das, Sony, also jeder kennt wahrscheinlich von euch Sony, PS4-Entwickler, die arbeiten zurzeit an der PS5, habe ich gehört. Also die arbeiten ziemlich aktiv an der PS5. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich vermute, dass The Last of Us 2, falls ihr das kennt, für die PS5 rauskommt. Wahrscheinlich, schätze ich mal, weil es hieß ja irgendwie so, dass die PS5 2020 oder 21 rauskommen soll. Jetzt glaube ich Anfang 2021 oder so. Und ja, ich wollte euch halt nur jetzt sagen, falls ihr The Last of Us 1 noch nicht kennt, seht es euch an, ist für PS3, das war eines der letzten Spiele für PS3, hat aber fast die Grafik für PS4, finde ich, hat noch immer die beste Grafik, Alter. Hat voll die geile Grafik, obwohl du das mit PS4 jetzt nicht vergleichen kannst, aber es war damals auf PS3 schon echt heftige Grafik. Gönnt euch das Let's Play auf jeden Fall von irgendeinem YouTuber, ich würde euch Haraza empfehlen. Ich habe es auch durchgespielt, da war ich 10 oder 11 Jahre alt, habe ich das Game durchgespielt. Ein Spiel ab 18 natürlich. Vor ist dann Kitty, das so ein Spiel spielt. Und ja, es hat voll die krasse Story gehabt und ich wollte euch halt jetzt den vom zweiten Teil den Teaser-Trailer zeigen, weil der normale Trailer mit Gameplay, der dauert halt einfach zu lange. Die kann ich euch vielleicht irgendwie separat in einem anderen Video mal zeigen. Aber ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Trailer. Und ja, es ist jetzt schon mein Lieblingsspiel, weil The Last of Us war bis jetzt, also The Last of Us 1 auf PS3 war bis jetzt mein Lieblingsspiel. Von allen Spielen so, da top finde ich kein PS4-Spiel, obwohl The Last of Us gibt es ja eh jetzt für PS4 halt schon länger auch. Das Remastered halt was bisschen mit besserer Grafik und so ist. Aber ja, jetzt rede ich nicht mehr lange, weil ich da hab ich schon so lange geredet und ja, viel Spaß mit dem Teaser-Trailer. Ja! Headshot, Bitch! Lifetime in repeat. The valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No,
I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find, and I'm gonna kill.